Nach Englands Sieg über Frankreich in der Schlacht von Bremen war die Normandie wieder in der Hand von König Heinrich. Doch ein Jahr später wendete sich sein Glück ins Gegenteil. 1120 starb sein Sohn und Erbe Wilhelm Äteling bei einem Schiffsunglück. Die Zukunft des Königreichs war in Gefahr. Heinrich brauchte dringend einen neuen Erben. Da er keine lebenden ehelichen Söhne mehr hatte, brach er mit der Tradition und wählte seine Tochter Mathilda. Heinrich ließ seine Barone schwören, Mathilda als Königin anzuerkennen. Doch als der König starb, brachen sie das Versprechen. England sollte nicht von einer Frau regiert werden. Mathildas Vetter Stefan ergriff die Gelegenheit und beanspruchte den Thron. Die Krise erreichte die Hauptstadt. In der Westminster Abbey wurde Stefan zum König gekrönt. Doch Mathilda wollte, was ihr zustand. Sie versammelte mächtige Unterstützer, die für ihren Anspruch in den Krieg ziehen würden. Ihr Konflikt ließ England im Bürgerkrieg versinken. Kämpfe wüteten im ganzen Land. 1141 konzentrierte sich alles auf eine der strategisch wichtigsten Städte im Königreich, Lincoln. Mathildas Verbündete hatten die Festung eingenommen. Doch König Stefan war entschlossen, sie zurückzugewinnen. Er belagerte die Burg und es entstand eine Pattsituation. In der Morgendämmerung des 2. Februar sollte sich alles ändern. Mathildas Halbbruder Robert von Gloucester eilte herbei, um die Belagerung zu brechen. Als Roberts Kräfte sich näherten, wandte sich Stephans Armee von der Burg ab und stellte sich ihnen entgegen. Robert könnte für Mathilda die Krone erobern, sollte seine Armee an diesem Tag siegreich sein. Seid mir gegrüßt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Age of Empire 4. Und die Kampagne ist wirklich faszinierend. Normalerweise bei Age of Empire 2 war das noch so gewesen, da war ich so ein richtiger Gefechtsfan, war ich da gewesen. Da habe ich immer so Einzelspiele mir selber zusammengestellt mit mehreren Gegnern. Das hatte mir eigentlich immer am besten gefallen. Aber ich muss sagen, hier im vierten Teil ist die Kampagne bisher das Geilste. Und darum spielen wir die auch weiter. Da seid ihr sicher mit einverstanden. Oder etwa nicht. Robert von Gloucesters Truppen näherten sich Lincoln. Ihre Aufgabe, die Burg von der Belagerung durch König Stefan zu befreien. Während Kaiserin Mathildas treue Truppen versuchten, von innen standzuhalten. Zunächst legten Roberts Truppen einen Hinterhalt, um feindliche Verstärkung davon abzuhalten, die Armee König Stephans zu unterstützen. Ja, da bin ich doch mal gespannt. Ich finde, das klingt alles schon sehr vielversprechend. Ort für Hinterhalt, sehr schön. Luschern wir mal ein bisschen. Finde ich auch gut, dass die Karte immer abgedunkelt ist, ne? Dass man da nicht alles sehen kann, ne? Da kommen noch bestimmt einige Überraschungen. Genau, Formationen anlegen. Etwas, was ich auch viel zu wenig tue. Aber das nützt mir natürlich nichts, wenn die alle aus der Deckung kommen, ne? Die müssen schon im Wald bleiben. Schon besser. Ich weiß,
Roberts Mannen versteckten sich in einem geschützten Wäldchen und lauerten dort auf den Feind. So, mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Aha, da sind sie ja schon. Ah. Da leider nicht überlebt. Fast doch die Kolonne verpasst. Schon die paar Bogenschützen da. Das war aber nix. Robert besiegte die erste Kolonne von Stefans Verstärkungen, aber er wusste, dass noch mehr auf dem Weg waren. Ja, aber von wo kommt jetzt die zweite Kolonne? Ach so. Der Stern gibt eine Bewegung frei, hätte ich fast gesagt. Müssen sie von da unten kommen? Oder nicht? Ah, das sind sie schon. Okay. Ja, das war jetzt nur eine halbe Überraschung, würde ich sagen. Der feige Bogenschütze dahin. Schießt noch mal ein paar Pfeile ab, wo er auf der Flucht ist. Mann, Sauknilch. Nicht, dass der seine Freunde benachrichtigt. Aber ich glaube, den kriegen wir sowieso nicht mehr. Doch, da ist er. Da ist er noch. Und schießt mutig. Ja, das war nicht so klug. Das war nicht so klug. Als die Verstärkungen von Stefan eliminierte, konnte Robert die Belagerung fortwährend schwächen. So, dann müssen sie ja gleich mal kommen. Die letzte Kolonne. Na? Die Antwort war Rembrandt. Ah, Moment. Irgendwie sind die schon vorbei oder was ist das? Ach, das gibt's ja gar nicht, dass ich die nicht gesehen habe. Warum waren wir so tief im Wald gewesen?
Ja. Ja, das nützt euch gar nichts. Ihr entkommt nicht. Das wird nix. Roberts Mannen dezimierten die Verstärkungen von König Stefan und waren kurz davor, die Belagerung zu durchbrechen. Als er den Vorstoß in Richtung Linken fortsetzte, schickte Robert eine große Anzahl von Verstärkungen, um seiner Vorhut zu helfen. Um die Belagerung weiter zu schwächen, musste Robert Stephans Versorgung abschneiden. Er nahm die nahegelegene Marktstadt ins Visier. Ja, Verstärkung ist immer gut. Die Marktstadt, okay. Da wollen wir uns mal so langsam heranpirschen. Ja, aber die Kolonne, die vorbeigezogen ist, die habe ich ja auch vorher gehört. Ne? Die haben da ja noch so rumgerufen und so. Darauf hätte ich achten müssen, weil die Sicht ist natürlich im Wald eingeschränkt. Naja, aber macht nichts. So lernt man ja auch dazu. Das ist ja auch gut so. Darum finde ich die Kampagne auch so prima, um da wieder in die Steuerung hereinzukommen. Jawohl, das sieht gut aus. Bis auf den letzten. Ja, auch die Bauern. Darf keiner übrig bleiben. Ah, so eine Zerstörungsorgie macht immer Spaß. Eine große Gruppe von Rittern, die für Mathilda kämpften, trafen Linken ein, um Roberts Armee zu unterstützen. Wie ungerecht, aber die Bäuerin muss dran glauben. Das nützt alles nichts. Feind ist Feind. Ja, speichert das Spiel. Ich meine, es ist ja auch gut so, dass man das automatisch speichert, weil schnell ist es vergessen, macht einen Fehler und ja, dann darf man wieder von vorne anfangen. Darum lasse ich die Einstellung lieber so, wie sie ist. Die Straßen nach Linken gut bewachen, sodass die Route selbst für die zähen Waliser nicht ohne Risiko war. Sind die denn? In grün sind sie. Na, irgendwie kann ich die nicht bündeln, richtig? Doch, jetzt. Das wird ein bisschen eng. Auf dem Weg nach Linken wurden Mathildas walisische Verbündete von den Soldaten des Königs überfallen. Roberts Mannen mussten den Walisern helfen, wenn sie beim Durchbrechen der Belagerung wiederum auf ihre Hilfe zählen wollten. Ja.
Ja, gegen die Speerträger haben die keine Chance, die Bogenschützen, ne? Dann... Aha, was ist denn da los? Das ist doch sehr interessant. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, die Kavallerie kann er erstmal glatt machen. Wir kümmern uns mal. Da sind wir einfach dran vorbeigelaufen. Hätte ich eigentlich drauf achten müssen. Aber ich wollte natürlich erstmal gucken, was die Verbündeten machen. Das holen wir schnell nach. Was soll's? Die haben ja auch schon gut aufgeräumt. Mathildas verbündete Truppen schlossen sich auf dem Weg nach Lincoln zusammen, um die Belagerung aufzuheben. Ja, das Spiel speichert so an zentralen Punkten automatisch. Ich meine, das ist auch gut so, ne? Also, wie schnell hat man es vergessen? Das kennt ihr ja selber. Schon wieder eine schmale Brücke. Ein Chaos. Elegant ist was anderes, ne? Aber egal. Hauptsache, die rennen sich nicht gegenseitig über den Haufen. Roberts Truppen entdeckten eine große Kompanie von Stephans Soldaten. Ah, die kriegen gleich was zu tun. Wenn sie Lincoln befreien wollten, mussten sie die Blockade durchbrechen und die Armee vernichten. Ja, es hat doch gut funktioniert. Sehr schön. Zerstreuten die Armee des Königs, sodass die Tore der Burg unbewacht waren. Na, das Tor dürfte kein großes Problem sein. Roberts Mannen schlossen sich schließlich mit Lincolns Garnison zusammen. Sie konnten nun die Burg nutzen. Dass das auch für Feinde aufgeht, das ist natürlich praktisch, ne? Da ergibt so ein Tor natürlich Sinn. Brauchen wir nicht mal Belagerungsgeräte. Ah ja, eliminieren Sie das westliche Lager, das mittlere, das östliche. Okay. Da sind auch schon Bauern bei der Arbeit. Die werden wir noch ein bisschen verstärken. Wir werden noch ein bisschen was dazu bauen.
to don some work. Ich'll build it up for day. See they to work. See they to work. Ja, können wir Verstärkung selber ausbilden, das ist sehr gut. Ja, das überspringen wir mal ein bisschen. Mathildas Truppen hatten schon ein kleines Scharmützel gehabt und zerstörten eine von König Stephans Belagerungsstellungen. Ja, Kloster, dann können wir auch Heiler ausbilden. Vergesse ich immer wieder. Ich weiß auch nicht wieso. Dabei sind die so eine zentrale Rolle. Dass da in den Truppen auch ein paar Heiler mit bei sind. Ja. Aha, da kommen sie schon mit dem Belagerungsturm. Aber sie greifen unsere Bauern nicht an. Okay. Dass sie zurückgehen. Ich wollte nämlich erstmal. Achso, ist er schon weg? Ich dachte, der Belagerungsturm wäre noch da gewesen. Sieht aber nicht so aus. Ja gut, dann können wir die auch knapp machen. Na, das sind unendlich mehr so viele. Oh, ein bisschen steht da noch. Was rennen die bloß immer zurück? Was ist denn los mit euch? König Stephans Reihen lichteten sich, als Mathildas Kämpfer eine weitere Belagerungsstellung zerschlugen. Aber ich finde, die Verbündeten hätten ruhig auch mal was tun können, irgendwie, ne? Die stehen da alle so drin, ne? Haben die gar nicht verdient, dass wir die heilen. And
intendeth well, Hestus. Yeah. Ah, da kommt sie schon wieder. Tja, Jungs, für heilen haben wir keine Zeit. Läuft doch alles soweit. Ist gar nicht so einfach, ne? Man muss immer die Wirtschaft mit im Auge behalten. So. But mean a word. Onjin Yare for Hestus. Hereth away, says Onjin. What will thou? Ishil Enon. Thine Hest. Ferende. So ahead. Ich bin auch immer ein bisschen gitzig. Ich hätte eigentlich ruhig ein paar Heiler mehr bestellen können. Ah, egal. Oh, schon wieder. Ja, ich denke, ich sollte jetzt auch gar nicht so lange fackeln da für das westliche Lager, weil ich denke, wir haben da fast genug. Also da kommen sie nochmal mit einem Rambock, aber vergeblich. Ja, da kommt schon ihr letztes Aufgebot. Ah, was soll's. Die werden jetzt geplättet. Da sollte ich auch kein großes Aufhebens mehr drum machen. Das wird jetzt mal planiert. Sehr schön. Die Armee des Königs war verstreut. Und wer nicht gefallen war, ergriff die Flucht. König Stefan wurde im Schutz seiner Männer gesichtet. Um die Belagerung zu beenden, mussten Mathildas Streitkräfte Stefan gefangen nehmen und seine Armee in die Flucht schlagen. Na gut, dann wollen wir uns den mal schnappen.
Er hat auch ein paar Katapulte mitgebracht. Trotzdem nicht gerade wenig, was er da noch hat. Kämpft sogar mit. Das war ja früher mal so üblich, ne? Dass da selbst Könige mitgekämpft haben. Das ist schon lange vorbei. Dass sich da irgendein Staatsoberhaupt zu herablässt. Also ich finde ja, jetzt spätestens könnten die Verbündeten mal mit einschreiten, ne? Aber tun sie nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen was aus der Kaserne holen. Naja, aber nun hat er nicht mehr viel. Na bitte. Endlich gelang es Mathildas Männern, König Stefan gefangen zu nehmen. Mathildas Truppen hatten die Schlacht von Lincoln für sich entschieden. Doch der Kampf um die Krone war noch nicht vorbei. Na, das wollen wir ja auch mal schwer hoffen, ne? Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Runde.